Tschüss. Hey Leute, was geht ab euch? Wir spielen heute Fall Guys. Ein Spiel, welches aus dem Nichts so gefühlt da war. So geht es mir. Ich habe Bock, das heute zu zocken. Ich habe ein, zwei Runden schon gespielt. Ich habe leider noch keine Runde gewinnen können. Ich habe noch keine Krone bekommen. Ich finde das Spielkonzept aber wirklich mega, mega geil. Und ich könnte es mir sogar vorstellen, vielleicht mal in den nächsten Tagen zu streamen hier auf meinem Kanal. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Ich spiele auf der PlayStation. Mein Outfit, es gibt ja hier diesen Pass, sage ich mal, wo man halt noch die ganzen Outfits freischalten kann, aber da bin ich halt noch nicht, ne? Ich bin erst Level 2, habe auch noch nicht alle Minispiele gespielt, dann kann man sich ja natürlich auch noch Skins kaufen und so weiter und so fort. Also ich finde es echt eigentlich ein geiles Spiel. Das Spiel lebt aber davon, dass so gefühlt jeden Tag neue Minispiele kommen müssen. Weil irgendwann sind die Minispiele zu überspielt, sage ich mal. Das ist ein Spiel, welches wirklich jeden Tag aktualisiert werden muss, aus meiner Sicht, oder? So, Leute, wir gehen rein in die erste Runde. Die erste gemeinschaftliche Runde mit euch gemeinsam. Eben, ich habe schon ein bisschen was so gespielt, um nicht komplett als Lost hier dazustehen. Huch. Und vielleicht, keine Ahnung, wenn ihr sagt, boah, Dönitz, spiel das mal öfter. Das macht Laune, sich hier reinzuziehen. Das macht Bock. Dann schreibt es gerne unten rein in die Kommentare und lasst natürlich am Anfang hier ein Däumchen nach oben da. Was ist das jetzt hier? Der Kreisel. Hatte ich das schon gespielt? Ich glaube nicht. Aber irgendwie mag ich die Maps, wo man halt so ein Hindernis spielen muss. Es gibt ja auch Teamspiele. Die Teamspiele, muss ich sagen, die feiere ich nicht so wirklich. Weil wenn das Team lost ist, dann ist es halt, dann hat man halt ein Problem, ne? Huch! Ja, moin! Perfekt! Komm, 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 komm! Huch! Glück gehabt! Jetzt muss ich da auf diesen gelben... Alter! Jawohl! Nein! 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 Junge! Nein! Ah! Jetzt! Jawohl! Leute, ich will wenigstens die erste Runde hier schaffen. Wer als erstes halt im Ziel ist qualifiziert und ist in der nächsten Runde. Es fallen halt, in jeder Spielrunde sind immer 60 Leute mit drin, 60 Online-Gegner. Es ist hier ein komplettes Online-Spiel. Oh nein, ich flieg runter. Ah, einer hat es schon geschafft, Alter. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Puh, jawohl. Komm, 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 go, 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 go. Zack. Oh, jetzt muss ich hier stehen bleiben, Alter. Nein, ich flieg runter. Lost. Junge. Nein, ich flieg schon wieder runter. Na, oh! Das gibt's doch nicht! Alter, es ist unfassbar hier, ne? Leute, die erste Runde können wir gleich vergessen, glaube ich. Ey, das kann doch nicht sein! Junge, 36,6 kommen noch rein in die zweite Runde. Oh! Ja, das war's. Runde beendet. Ich zeige euch das mal, wie das jetzt aussieht. Das ist halt so eine Wand mit den ganzen 60 Teilnehmern. Und jetzt fliegen halt die raus, die es nicht geschafft haben. Und ja, ich bin da auch runtergeflogen. 41 haben sich qualifiziert. Ich kann beenden und direkt die nächste Runde suchen. Also das war ein Start, den ich mir ja genauso immer vorstelle, Kappi. Ja, pro gespielte Runde bekommt man halt hier diese, ja, Punkte, sage ich mal. Und umso mehr Punkte, desto im Level steigt man an, umso höher das Level, desto mehr Designmöglichkeiten hat man für seinen Fall Guy, sage ich mal. Ja, aber wir gehen direkt rein in die nächste Runde. Es macht, Leute, es macht irgendwie Laune. Es ist ein simples Spielprinzip, es macht aber Laune und es war aus dem Nichts irgendwie da. Oh, Hindernisrennen hatte ich aber schon gespielt. Leute, neue Runde, neues Glück. Jetzt möchte ich mal hier weiterkommen. Aber ich möchte so gerne eine Krone haben. Habt ihr schon eine Krone? Spielt ihr es auch? So, überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie.
Ne, das hatte ich noch nicht gespielt. Es gibt so viele verschiedene Minispiele. Und ich hoffe, dass halt noch immer viel, viel mehr noch mit reinkommen. Aber das mag ich irgendwie gar nicht, diese Rollen, Alter. Ja, perfekt. Egal, aber sind so viele runtergefallen. Ich bin sogar einer mit der ersten. Zack. Jawohl, ich komme gut durch. Da kommt aber eine Menge mit, du. Oh. Oh. Hey. Ach so, nicht springen. Ja, komm, ich schaff's. Jawohl, ich hab's geschafft. Qualifiziert, Baby. Man kann also auch die ganzen anderen Gegner hier anzeigen lassen. Wenn ich jetzt L1, L2, zack, dann seht ihr halt auch die ganzen Namen. Aber für mich stört das irgendwie, wenn ich die ganzen Namen da immer sehe. Leute, ich bin qualifiziert und bin jetzt in der zweiten Runde. In der zweiten Runde kommt wieder ein Minispiel, dann fliegen wieder welche raus. Dann kommt wieder ein Minispiel, fliegen wieder welche raus. Und am Ende ist es halt ein Finale, wo dann am Ende, ich glaube, immer 6 oder so gegeneinander. Und dann gewinnt halt einer und der eine einzige kriegt die Krone. Und die Kronen sind wichtig. Oder was heißt wichtig? Die Kronen sind einfach geil. Man kann dann sagen, hier, Leute, voll Geistrunde gewonnen. So, was kommt jetzt hier für ein Spielchen? Schwindelnde Höhen. Hatte ich das schon gespielt? Ich glaube, das hatte ich schon gespielt und fand das gar nicht so verkehrt. Schwindelnde Höhe. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ich finde das einfach geil. Die Teamspiele, muss ich sagen, fühle ich nicht so. Weil wenn du die kompletten Losties im Team hast, dann kannst du halt auch nichts anfangen. Und dann ist es halt eigentlich schon gescheitert und du fliegst raus. So, 32 kommen jetzt weiter. Zack. 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 Zack, jawohl. Sieht erstmal gut aus. Geht doch. Steh auf. Puh. Glück gehabt. Oh, da sind einige wieder vor mir. Aber ich könnte es trotzdem noch schaffen. Nein, aber nicht so. Nein, jetzt bin ich unten. Shit, Alter. Oh, das wird knapp, Leute. Uff. Sind das 32 schon vor mir? Ich hoffe nicht, Alter. Steh auf! Lauf, Junge! Lauf! Ja! Jawohl, ich hab's wieder geschafft! Qualifiziert, Faust in die Facecam. Nächste Runde. So, jetzt sind 32 qualifiziert. Jetzt kommt das nächste Minispiel. Dann fliegen wieder 10, 8, 16 Leute oder so raus. Und das wird halt immer, das Spielfeld wird halt immer kleiner. Also nicht das Spielfeld an sich, sondern die Teilnehmerliste wird immer kleiner. Puh. Fußball habe ich auch schon gespielt. Was gibt's hier noch? Ich würde gerne mal diese Plattform, die dann, ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, was ist das hier? Hole dir die Eier. Oh, das ist jetzt halt ein Teamspiel, ne? Eiergerangel. Ich finde das Spiel eigentlich gar nicht so verkehrt. Man braucht halt einfach ein geiles Team. Eiergerangel. Welches Team bin ich? Ich bin Team Gelb. Uff. Man muss halt versuchen, so viele Eier zu sich zu schleudern, sage ich mal. Ich habe einfach noch gar kein Ei. Perfekt. Oh, ja, Team Gelb hier, 13 haben wir. Nein. Gebt mir das Ei. Gebt mir das Ei. Naja, jetzt warten die da alle oder was? Lächerlich, komm. Hey, ich will ein Ei von den Roten. Gib mir Eier. Alter, die haben 27.
Aber, oh Leute. Auf Team Blau rauf, auf Team Blau. Leute, Team Blau ist gerade nämlich bei Team Rot beschäftigt. Und jetzt klauen wir einfach alle. Nein. Ja. Ah. Jawohl. Also wenn Team Blau rausfliegt, ist mir egal. Also ein Team fliegt jetzt raus, wo jetzt 8 Leute drin sind oder keine Ahnung. Wie viel? Ich weiß es auch nicht. Mann! Gib mir das Ei! Jetzt sind wir Erster. Ja, moin. Perfekt. Bestes Team. Bestes Team. Ja, Team Blau kann es gar nicht mehr schaffen. Team Blau kann es nicht mehr schaffen. Wir wären sogar Erster hier. Geil. Aber der erste Platz bringt trotzdem nichts hier, ne? Wir sind weiter. Nächste Runde qualifiziert. Geil. 21 sind von der verrückten Bande noch übrig. Das wäre so geil, wenn ich mit euch gemeinsam jetzt hier die erste Krone hole. Sprungclub. Spring über den Drehbalken und falle nicht in den Schleim. Habe ich noch nicht gespielt? Ah, okay, okay, das wird dann immer schneller. Mhm, okay. Ich hoffe, ich komme damit gut klar. Also der Rosane stört uns nicht, sondern nur über den Grün muss ich quasi springen. So, ja, am Anfang ist es natürlich noch easy. 9 scheiden aus, das heißt 12 bleiben noch übrig. Der soll mich nicht hier fangen, Alter. Oh, oh, nein, nein, spring, nein, nein, ich bin so lost, Alter. Bei dem lächerlichsten Spiel verkacke ich hier. Leute, Levelaufstieg. Kaugummifarbe habe ich jetzt freigeschaltet. Komm, ich rüste mal aus. Wie sieht's aus? Das ist die Kaugummifarbe. Oh, die nächste Tarnung sieht geil aus. Oder die nächste Dings da. Sieht schon echt babamäßig aus, Leute. Ich würde sagen, das war's für das erste Video von Fall Guys hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich unbedingt wissen unten in den Kommentaren. Ich bin jetzt raus. Haut rein und tschüssi.